Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Panapor. Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es heute darum, ich benutze ein Buch als Skizzenbuch. Ja, genau so ist es. Und dieses Buch, wie ihr schon seht, heißt Nové. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin kein Rebell oder so. Ich bin nicht so, dass ich sage, oh, ich kaufe mir ein Buch und mach's kaputt oder so. Nee, ich liebe Bücher. Ich habe selber davon ganz, ganz viele. Ich lese wahnsinnig gern. Aber dieses Buch, im Video sieht man es nicht so gut, aber hier am Rand ist es schon dreckig und hier unten sind ein paar Flecken und es ist wahnsinnig alt. Der Autor heißt Springen Schmidt, ich weiß gar nicht. Und das Buch heißt Nové, wie schon gesagt. Und das Buch ist ziemlich, ziemlich alt, ich glaube von 1969 oder so. Und ich habe dieses Buch, weil bei uns an der Schule im letzten Jahr wurden aus der Bibliothek ganz viele alte Bücher rausgeschmissen. Die lagen dann stapelweise einfach im Gang auf Tischen und jeder konnte sich umsonst so viele Bücher nehmen, wie er wollte. Ich habe auch ein paar mitgehen lassen und darunter war halt auch dieses Buch. Es war noch ein Einband, ein anderer drauf, den ich aber ehrlich gesagt hässlich fand und dann weggemacht habe und ich finde den hier viel schöner. So, ich weiß gar nicht, mit so Stoff ist es überzogen. Und ich hab ein paar Seiten davon gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist... die Story ist so, es geht glaube ich um... Also es geht auf jeden Fall um früher, um den Krieg noch und es geht glaube ich um flüchtige Mädchen oder so. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich war nicht wirklich daran interessiert, es zu lesen. Und auf die Idee, es dann als Skizzenbuch zu nehmen, kam ich, weil meine damalige Banknachbarin, die Tabi, hat in ihr eigenes Buch, was sie sich mitgenommen hat, was sie anscheinend auch nicht gefallen hat, hat sie angefangen, Kritzeleien reinzumachen und dann dachte ich mir, hey, das könntest du eigentlich auch mit diesem Buch machen. Ich meine, ich habe 2, 3 andere Bücher mitgenommen, die ich wirklich dann gelesen habe, aber für das Buch hier habe ich einfach keine Verwendung gehabt. Und bevor ich jetzt hier weiterrede, will ich euch mal zeigen, was ich aus dem Buch bis jetzt so gemacht habe. Also ihr seht auch hier vergilbte Seiten, was ich ehrlich gesagt irgendwie echt interessant finde. Habe ich hier schon mal erstmal reingeschrieben und die erste Seite ausgeschnitten und hier stand auch irgendwo drauf, wie alt es ist. Ich habe den Ausschnitt noch, also wir können es uns gleich anschauen. Dann, das hier war der Einband. Und ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es voll interessant mit der Schrift noch, wie man das durchsieht, dass man noch so ein Stückchen eigentlich lesen kann. Fällt gerade auf, das sieht aus wie so ein Gorilla, aber egal. Und soweit kam ich bis jetzt und ich muss auch sagen, das Buch riecht auch richtig alt. Also ich habe versucht weiterzulesen, aber wenn ich so alte Bücher lese, ihr wisst ja, wie die manchmal riechen, ich kriege davon so Kopfweh. Und deswegen, nee. Und es war anscheinend damals ein sehr beliebtes Buch. Hier habe ich auch schon ein paar Teile reingeklebt. Weil das war, glaube ich, die 4. Auflage oder so. Hier ist auch ein Stück davon. Können Sie uns gleich anschauen. Ja, da ist nichts mehr bis jetzt. Den Teil muss ich noch reinkleben. Das hier finde ich auch ganz interessant, weil es ausschaut, wie wenn das Papier so ein bisschen angebrannt wäre. Und ich finde, damit kann man echt was machen eigentlich. Genau, hier war der Ausschnitt. Da steht auch dran, ich glaube, 4. Auflage steht da, 1969. Also das Buch ist richtig, richtig alt. Dass es nicht schon aus allen Nähten fällt, ist eigentlich echt fast schon ein Wunder. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen dieses Buch schon gelesen haben. Also ihr seht es auch hier an den Seiten. Es sieht einfach wahnsinnig alt aus, was es ja auch ist. Und ja, das war auch Teil des Einbandes. Genau. Und es macht
echt Spaß, in dieses Buch reinzukritzeln. Ich habe mir vorgenommen, ich mache so ein bisschen das Thema von dem Buch und die Geschichte in Bildern. Also ich weiß natürlich jetzt nicht die ganze Geschichte, aber ich weiß, dass es um ein Mädchen namens Nouvelle geht. Und im Gedenken der Mädchen von Tschernje. Ich weiß nicht, was mit den Mädchen von Tschernje passiert ist. Ich müsste es jetzt googeln, vielleicht mache ich es noch. Aber ich habe mir als Thema vorgenommen, dass ich die ganze Zeit irgendwas mit Frauen mache, irgendwas mit Hoffnung, vielleicht auch mit Krieg. Ich glaube, ich werde mal im Internet googeln, worum es in dem Buch überhaupt geht, weil ich echt keine Lust habe, das Buch zu lesen. Aber ich finde es echt interessant und es macht auch wirklich Spaß, also Sachen auszuschneiden, Sachen einzukleben, reinzumalen. Und vor allem hat man so wahnsinnig viele Seiten einfach. Du hast in, ich glaube, es gibt selten Skizzenbücher oder sagen wir mal billige Skizzenbücher, die über 300 Seiten haben. Also es ist echt, es ist nicht schlecht, würde ich sagen. Vor allem auch mit dem Einband finde ich es irgendwie, es ist was Besonderes, es ist was Einmaliges und man kann damit machen, was man will. Und es ist irgendwie, es gibt einem so ein bisschen die Freiheit. Ja. Und das wäre es auch schon mit meinem kleinen Review hier oder wie auch immer man das nennt. Ich kann euch nur raten, wenn ihr alte Bücher in eurem Regal stehen habt, die ihr nicht mehr braucht, von denen ihr sicher wisst, ihr werdet sie auch nicht mehr lesen und kein Mensch würde die noch weiter irgendwie kaufen oder so, malt einfach rein. Es macht so Spaß und ihr könnt so viel damit machen. Also es ist wirklich cool. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauchen werde, um das ganze Buch zu füllen. Und am Ende werde ich es euch dann zeigen. Also bleibt gespannt und wir sehen uns nächste Woche. Bye bye.